Naja, es hilft ja Ich? auch, oder? Aber zu welchem Preis? Es ist etwas Verderbtes. Das kann doch nicht. Das ist so. Ich bitte euch. Darf ich Rechtskunde proben? Ja. Das müssen wir natürlich konfiszieren. Und also, was denkt ihr euch eigentlich? Schämt euch und denkt über eure Taten nach. Ich will nichts mehr von Feuerschlick hören. Na, sonst setzt es was. Vom Großen hier, nicht von mir. Soll ich Mir das tut über das Bord nichts. werfen oder nicht? Oder euch geben? Ich geb das Isarun, denn die ist eine sehr vertrauenswürdige Magierin und die entscheidet dann, was damit zu tun ist. Gewiss. Wie ist das Zeug im Mittelreich gestellt? Es macht stark süchtig, also es ist eine Droge. Nicht die Frage, die ich wissen wollte. Alkohol mal auch stark süchtig und nicht verboten. Ja, also. Es ist nicht direkt verboten. Genau, es wird halt einmal im Jahr geerntet. Es ist nicht direkt verboten, aber es macht süchtig. Es ist eine Droge. Die Priuskirche will es natürlich nicht haben. Die Sindikirche feiert es. Also je nachdem, wen du fragst. Okay. Und hört einfach auf zu versuchen, hier eure eigenen Geschäfte machen zu wollen und konzentriert euch auf eure Arbeit. Ansonsten könnt ihr, wenn ihr das nochmal versucht, direkt ein Ruder in die Hand nehmen. Was? Nee, ich hab Matrose gelernt. Dann benimm dich auch wie einer. Im Moment benimmst du dich wie jemand, der auf jeden Fall an Ruder will. Nein, Verzeihung. Will nicht wie Viborn enden. Und zurück auf deine Station, los. Was mache ich jetzt mit dem. Ach so, das gebe ich euch, ja. Er drückt dir den Beutel in die Hand. Wo der das Und Zeug freut bloß sich. her hatte. Sulamin wirft einfach mal einen Blick über die Reling. Man kann das hier einfach aus dem Wasser fischen? Normalerweise wächst es in Ufergebieten, also nein, zu fischen gibt es das eigentlich nicht. Wir haben doch nicht vor der oronischen Küste angelegt. Nun, wir sind relativ nah am Ufer durch den Maraskansund. Vielleicht hat sie mal aus dem Wasser gefischt. Sulamin, dir fällt auf, dass wohl, während du nach draußen auf die blutige See blickst, das Wasser ist dunkler geworden und brockiger. So als ob sich kleine Eisschollen, aber nicht aus Eis, sondern aus Wasser gebildet hätten. Die sich verdichtet hätten, verdichtetes Wasser. Ja, Lan, ist das normal für die blutige See oder kommt da was Großes auf uns zu? Ich blicke mal drüber. Ist mir das Phänomen bekannt? Ja, das Wasser eitert wohl. Du kannst mal einem. Ist das Magiekunde? Ja, komm, das ist eine Magiekundeprobe. Ikone, oh. Also gesehen habe ich sowas noch nicht. Könnte alles Mögliche sein. Es ist vermutlich nicht natürlich. Ich würde mal ausschalten nach Wurzelzeichen. Ja, hast du die Talents für die Spezialisierung Wurzelzeichen? Nein, nur Aha. Dämonologie. Schade. Ja, dann würfel mal auf Magiekunde. Zählt Dämonologie? Ja, zählt. Ist natürlich auch schwer, weil dir die Wurzelzeichen fehlen. Kannst du nicht lesen, kannst nur gucken, ob sie da sind. Kann ich hinsichtlich des Phänomens auf Magiekunde Elementar würfeln? Kannst du auch. Gut, dann mache ich das. Aber mir, du bist der Meinung, dass hier keine salzigen Spuren von Dämonenarchen auf der Wasseroberfläche sind, aber das, was auf alle Fälle jetzt von unten nach oben ja treibt, diese Brocken von Wasser, du bist der Meinung, dass der Meeresboden blutet oder sich auflöst. Es kann sein, dass ihr gerade unter euch, auch wenn ihr hier gerade noch am Maraskansund seid, also irgendwo auf der linken Seite von euch ist Elberum, du bist der Meinung, dass unter euch gerade kein Grund ist. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Das sieht nicht gut aus. Ich denke, unter uns ist kein natürlicher Boden. Etwas Jenseitiges ist unter uns. Aber Mevi, wir sind auf einem Segelschiff in voller Fahrt. Schneller wird's nur, wenn wir jetzt anfangen lassen zu rudern. Und das mögen die Ruderer nicht. Vielleicht möge sie es überleben. Ich sehe mich mal um, ob jemand von den Befehlshabern das auch bemerkt hat. Riesowick oder so?
Ja, Resuvik steht oben bei den Offizieren, unterhält sich wohl gerade mit Helena Fackelhand und Makira, der Hilfssteuerfrau, hat das wohl im Blick und seine, ich hoffe mal, Menschenkenntnis. Wir lesen von Emotionen. Wäre dann Empathie, wenn du das hast. Er hat es erkannt, ist aber wohl nicht mehr beunruhigt, als es so oder so auf dem Fall der blutigen See ist. Aber er hat es erkannt und er erkennt dieses Phänomen wohl. Resovic scheint das im Blick zu haben. Und wenn er nicht beunruhigt ist, sollten wir auch erst einmal nicht beunruhigt sein. Dann gibt es wohl nichts, einfach nicht mehr, was wir tun können, als weiterzufahren. Vermutlich ist die Fläche groß genug, dass das Einzige, was es bringt, wenn wir es anfangen lassen zu rudern, ist, die Ruderer zu ermüden. Und wir nicht wirklich schneller davon vom Fleck kommen. Wie viel Fahrt machen wir gerade mit den Segeln? Mit den Segeln ohne... du weißt nicht, wie viele Knoten das sind. Das will ich nicht wissen, nur wir sind schon gut unterwegs. Also ja, es ist nicht so, als würden wir jetzt hängen. Ja, doch, okay. Genau. Also so viel, wie man normalerweise mit einem dreimastigen, beziehungsweise noch einem Hilfmast, also mit einem dreimastigen plus eins Schiff machen würde bei so einer großen, schweren Trireme. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, wir kommen hier schon früh genug wieder weg. Puh, ist das widerlich. Aber das wird sicher noch schlimmer werden. Mhm. Im Moment sind wir noch im, sagen wir, halbwegs sauberen Teil. Ja, weiß. Wir müssen auch innerhalb der nächsten paar Stunden die Elberoma-Blockade passieren. Ehemalige Elberoma-Blockade passieren. Mittlerweile gibt es ja keine mehr. Aber wenn wir Glück haben, können wir die Stadt von hier aus sehen. Ob sie wohl immer noch so in Fliegen versinkt? Ich hoffe doch nicht. Es gab noch gewisse Rückstände, als ich dorthin gekommen bin, aber also, was ich von den Erzählungen hier gehört habe, ist es sehr viel besser geworden. Aber es sind ja inzwischen auch ein paar Jahre ins Land gegangen. Treiben sich noch einige Shadifri-Team da draußen herum. Aber auch die bringt man nach und nach zur Strecke. Länger wird es dauern, bis die seelischen Wunden der Leute geheilt sind. Wenn es überhaupt je passiert, man nicht einfach die nächste Generation abwarten muss, ehe alles wieder in Vergessenheit geraten wird. Man hätte die ganze Stadt mit Mann und Maus abrennen sollen, als wir noch die Gelegenheit hatten. Ihr könnt das einmal tocken hören und Holz auf Holz erklingt. Irgendwas, was ihr wohl angefahren habt mit eurem Schiff. Boah, ich bin gerade ein bisschen schlecht. Boah, ich denke, wir wollen gar nicht wissen, was das ist. Naja, schon. Also ich möchte das sehen. Ich schaue auch mal auf die Reling, wo ich gerade stehe. Seid ihr euch sicher, dass ihr es wissen wollt? Nichts Gutes kann daraus erwachsen. Schaut über die Reling und könnt einige Trümmer aus Holz erkennen, die wohl gerade von unter euch nach oben steigen. So als ob sie ionenlange Zeit dort eingesperrt waren und jetzt erst gemeinsam mit euch an die Oberfläche treiben. Und ihr könnt wohl eine Galionsfigur, einen verwitterten Delfin erkennen, den ihr wohl gerade beiseite geschoben habt mit eurem Fahrtwind, beziehungsweise dann der Spur aus Wasser, die ihr hinterher zieht. Bisschen schaumig. Ich würde mal auf den Steuermann, weißt du noch, den Steuermann zugehen? Ja, kannst dann an den beiden Waldmenschen vorbeigehen. Mittlerweile habt ihr als Helden und dementsprechend auch bei Ratralsanien genug Vertrauen, sodass ihr dann an Havalu und Helmumu vorbeigehen könnt. Stehst dann bei Resovic, bei Pargold, dem Bordmagier, bei Helene Fackelhand und bei Halfdan Lückmoor. Wir haben gerade eine Steuerbordfigur. Wie nennt sie das? Eine Buchfigur? Galionsfigur. Traurige Angelegenheit, ne? Könnten wir das vielleicht an Bord holen und gucken, von was für einem Schiff es stammt? Ja, dann müsst ihr euch beeilen, ne? Klärt dann einfach die Riemen runter und dann könnt ihr euch da reinhängen lassen ins Wasser, könnt ihr auch holen. Aber wir können jetzt hier keine Fahrt aus dem Wind nehmen, wenn ich keine Befehle bekomme. Das tut mir leid. Nun gut, ich werde dann ein, zwei Matrosen anweisen, diese Figur an Bord zu holen, wenn ihr nichts dagegen habt.
Ja, nee, ja. Ihr könnt die Matrosen nicht befehligen ohne die Offiziere. Da müsst ihr sonst mal fragen, wo ist er denn gerade? Kornblöds! Warum Kornblöds? Klock da einmal und dann kannst du sehen, wie hinter dir die Treppen nach oben steigt, Baron Wilbo Kornblöds. Ja, was ist denn? Oh, der Magier will dass wir Fahrt rausnehmen, damit er dann die Steuerbordfigur raus analysieren kann. War der sicher, das ist wichtig, mein Gäster? Ich weiß es nicht, aber vielleicht können wir sie noch erwischen am Bug. Du weißt doch das hintere Ende vom Schiff, oder? Segel einholen, raus aus der Bö, auf kein! Ja, ihr könnt sehen, wie aus dem Schiff plötzlich Bewegung geht, die Matrosen, die hin und her laufen, Seile, die gekappt werden, Segel, die runterfallen und ja, das Schiff wird gedreht und ihr bewegt euch dann so ein bisschen in Richtung des Maraskanschen Sturms, auch wenn es halt nicht mehr viel ist, aber ihr dreht euch auf alle Fälle in die Richtung und schlagt dann eine Kurve nach rechts ein. Ich werfe meine Selbstbeherrschung, ob ich seekrank wäre. Bei mir, was habt ihr getan? Was tut er denn? Er hat doch gerade noch gesagt, wir müssen hier schnell weg. Oh. Also, diese Galeonsfigur muss ihm ja sehr gefallen. Ja, dann komm, nimm die Stauchstange da und hilf mir, die rauszufischen, damit wir hier weg können. Oh, das schlägt mir ganz schön auf den Bauch. Pass auf, dass ihr keine Kraken euch mit an Bord holt. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ich hoffe, diese Figur ist es wert. Ich friemel gerade, also Jalan friemelt gerade eine lange Stange unter der Bordwand, also von der Bordwand runter, die hier vermutlich irgendwie angebunden ist, um den aus dem Wasser zu fischen. Und nimmt sich auf ihm herbei und stochert ein bisschen, also gar nicht umswegen rum, versucht die irgendwie ranzuhaken. Es ist auf der Schorne bestimmt eine Schlinge dran oder so. Ich würde meinen Stab in einem Seil verwandeln und das Seilende von dem Stab um die Kopf oder für das Fußende der Stadt, wo wickeln, damit wir es auf jeden Fall gepackt bekommen. Wenn Abelmir zu uns runterkommt. Abelmir, was soll das denn? Das könnte wichtig sein. Es könnte? Ja, jetzt, ey, Philipp, hilf uns, das zu heben. Zieh hier, fass mir an. Ja, wird, ja. Ich denke, in Kombination zwischen der Stange und dem Sarg kriegen wir es dann rausgezogen oder so. Wie groß ist diese Galeonsfigur? Ja, du würdest sagen. Ist die Menschen groß oder ist das ein riesiges Teil? Ich würde sagen, würde man Seefahrtprobe, beziehungsweise das könnt ihr so oder so mal machen, Seefahrtprobe, ob ihr jetzt Wasser fallt oder nicht. Aber du würdest sagen, dass es entweder zu einer Kalucke oder sogar einer Zitrake passen könnte. Okay, ich meinte eher im Sinne von der Praktikabilität, dieses ganze Ding da rauszuholen. Also ihr müsst da definitiv mit mehreren Leuten jetzt hochziehen. Die ist groß. Denkt mal an euren Bonus aus dem ja. Ding, ne? Dann denkst du auch an die Erschwernis. Genau. Erschwernisse kommen aktuell nicht dazu, weil es nicht stürmt, weil die See noch ruhig ist, sondern weil nur so ein paar Eiterbrocken auf der schaumigen Oberfläche sind und dieser ganze ekelhafte Geruch, der jetzt wohl dran haftet, dieser Mock, der jetzt nach oben dunstet in so kleinen Wölkchen und Schwaden, könnt ihr dann ignorieren. Und nach dann, ohne dass ihr... Abelmir, du trittst außersehen fehl, rutscht entlang und dein Stiefel versinkt. Es fühlt sich an wie so ein Schlurpen, als ob irgendjemand am Stiefel ziehen würde. Wenn du dein Stiefel wieder nach oben ziehst, kannst du aber erkennen, dass er weg ist. Verdammt! Ich würde mich probieren, wieder aufzurichten und zieht! Ja, nach ungefähr 2 Minuten ist die Galionsfigur oben. Ihr könnt über euch dann den strengen Blick von Ratral Sanin erkennen, der euch kritisch mustert. Und dann zieht ihr die Delfinfigur der Reichsforst nach oben. Ist beschriftet. Scheiße. Ich wusste es. Schmeiß das Ding wieder rein. Sagt euch das etwas, Jana? Die Reichsforst und die Eisenwald waren 2 Schiffe, die gesandt wurden, um Eilung, Kokum, wie auch immer zu entsetzen. Wen waren knapp 100 Rondrianer. Und es waren die ersten Verluste an den Dämonenarchen damals. 72 Rondrianer fanden damals den Tod. Einer von Schattengrund überlebte. Ich kenne die Geschichte, aber die Namen der Schiffe waren mir nicht bekannt. Das Ding ist verflucht, dachte sie da rein. Nein, wir müssen es analysieren. Es könnte uns wertvolle Hinweise darauf geben. Worauf? Darauf, dass Dämonenarchen Schiffe fressen? Die Herzogin speit es uns vor die Füße, um uns zu verhöhnen. Genau das.
Ich stimme zu. Das schlägt mir alles auf den Magen, weiß es wieder rein. So, aber wisst ihr, wie schwer die Scheiße ist? Ich hab die jetzt gerade hier hochgezogen. Bedankt dich bei Abelmir. Abelmir. Abelmir, willst du die jetzt nicht mal analysieren? Natürlich. Ich brauche irgendwie Platz und Zeit. Ja, während ihr immer noch unten in diesem kleinen Beiboot sitzt, was man euch dann runtergelassen hat, damit ihr dann von dort aus ranziehen könnt, könnt ihr wohl erkennen, wie sich unter der Seeadler Myriaden von kleinen leuchtenden Punkten bilden, die euch entgegenschweben. Oh, ach so, ich bin oben geblieben. Okay. Dann habe ich auch nichts gesagt, weil ich auch keine Seefahrtsprobe gewürfelt habe. Ja, ich würde noch ein paar Tauer drum rumwickeln und dieses Ding hochziehen lassen und dann natürlich probieren, möglichst an Bord zu kommen, schnell, wie es geht. Ich dachte, na, wieder rein in den Wind, bringt uns hier weg. Fahrt aufnehmen. Was für leuchtende Pünktchen, das sieht aus wie Funken, aber unter Wasser. Aufs eine oder andere, wir haben keine Zeit. Raus hier. Lasst euch davon nicht hypnotisieren. Blicke nach oben. Also ja, dann fängt er an, hochzuklettern. Ja, oder ist das Boot noch an der Winde oder so? Wenn wir müssen ja, das hochziehen. Nein. Okay, dann fange ich auch noch zu ziehen. Ihr seid immer noch am Boot an, ne? Also ihr könnt da wieder hochklettern. Ging nur darum, dass ihr dann eben von der Wasseroberfläche aus agieren und arbeiten könnt. Und könnt dann eben nach und nach eben auch gemeinsam mit der Delfinfigur nach oben gezogen werden. Und ja, könnt dann nach und nach diese Myriaden von Kleinstlebewesen, diese phosphoreszierenden Dinge, hinter euch lassen, die dann aufsteigen, vielfarbig pulsieren und euch tatsächlich ein bisschen anziehen. Ihr würdet wohl mal eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln. Auch diese ist natürlich erleichtert um 6 Punkte. Aber ihr habt das Gefühl, ihr habt ein bisschen das Verlangen, durch diese vielfarbigen Muster einfach hinterher zu schwimmen, hinterher zu springen. Oh, shit. Ich möchte das chippen. Ja, du hast deinen Schicksalspunkt zum Glück noch. Ja. Patzer wäre jetzt nicht so gesund. Es könnte noch einer kommen. Glaube ich. Ja. Danke, Daru. Ich weine ja nur, ich wollte dich nur darauf vorbereiten. Ja, du kannst sehen, wie Iserun sich so ein bisschen vorbereitet und er hat die höchsten Punkte. Ja, ich glaube nicht. Rafim kann dann sie am Rockzipfel ziehen und davon abhalten. Oh, die sind ja faszinierend, aber gefährlich, oder? Spurgelzen, ihr solltet mal bei mir bleiben hier. Ja, ich guck nur mal. Ach, das ist ja... Ja, Spurgelzen, wir beide müssen uns nochmal unterhalten. Komm mal mit. Du hast das Gefühl, dass das Symbol der Zar darin eingemalt wird. Das kann gar nicht so böse sein. Und der ist lila. Und das ist ein ganzer Regenbogen. Guck ich mal. Ich greife Iserun einfach an beiden Schultern und fange an, sie wegzutragen. Also, Iserun, worüber wir beide noch sprechen müssen. Und dann rede ich mit dir über Gott und die Welt. Welchen Gott? Ja, hauptsächlich Chor vermutlich. Lass mich hier von Chor erzählen. Igi Gagamat. Gesundheit? Ich lasse mich davon gar nicht unterbrechen und starre diese Figur erstmal an als Vorbereitung für eine Analyse. Währenddessen bitte einen W20 auf der Zufallstabelle. Ja, das mache ich mal. Von Abelmir oder von jedem? Von irgendwem. Poltax will. 7. Göttergefällige 7. Okay. Ja, während Abelmir das Ganze anstarrt, können die anderen erkennen, wie es wohl... Gib mir mal bitte einen weiteren W20. Okay. Aus der Entfernung vor euch, nicht von Elberum aus, sondern ja, von der offenen See, kommt euch ein Schiff entgegen. Ein Schiff. Schaut einmal. Tatsächlich ein Schiff. Es handelt sich dabei um ein Zweimaster mit einem Wappen auf dem Segel. Heraldik. Was ist denn hier? Komm, jetzt. Ein Wissenstalent, oder? Doppelklugheit, ja, ist ein Wissenstalent. Ich hab Heraldik nicht. Ich hätte, aber ich weiß nicht, ob ich soweit mich konzentrieren konnte auf den Zauber nee, oder guck. Alles klar. Du bist im Analys gefangen.
Ihr habt keine Ahnung. Onisaron gerade im verbalen Schraubstock des Raphim. Ja, ihr handelt es, handelt sich irgendwie um ein Greif, ein Adler. Hoffentlich ist das ein mittelreichisches Schiff. Ihr fahrt zumindest darauf zu, beziehungsweise Sanin hat das wohl auch gerade durch sein Fernrohr entdeckt und fährt wohl ohne Kanonen bereit zu machen erstmal auf es zu, beziehungsweise dran vorbei. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Wenn wir nicht direkt schießen. Ich denke auch. Und, naja, an einem Greifen ist doch nichts verkehrt, oder? Es gibt keine mittelreichischen Schiffe mehr im Perlen mehr. Dann wäre das aber doch auch eine sehr schlechte Tarnung, oder? Vielleicht. Warten wir einfach ab, was passiert. Kann man jemanden da bei mir aus dem Ruderboot holen, oder will er da sitzen bleiben? Das ging seine Zeit. Ich glaube, er ist gerade dabei zu zaubern. Ja, nach einer Weile klärt sich dann mein Blick, was ihr da ein bisschen verträumt reinschaute. Nun, es ist wohl ungefährlich, aber es stand wirklich von der Reichsforst. Könnt ihr wie bestimmen? Die Restspuren der Niederhallen kann man deutlich erkennen. Scheint wohl eine Warnung oder Verhöhnung zu sein der tiefen Tochter. Wahrhaftig, Abelmir, eure große, lange und teure Ausbildung hat euch Dinge offenbart, die wir alle direkt erraten haben. Ihr ratet, ich weiß. Manchmal ist nah genug. Nicht immer, vor allem nicht, wenn du in die siebte Sphäre geht. Ist Raten eine schlechte Eigenschaft. Egal, kommt er nicht aus dem Boot raus. Guck mal, da kommt ein anderes Boot auf uns zu, Abelmir. Ja, währenddessen könnt ihr erkennen, dass sich Resovik Sturmtaucher mit einem Zwieback zu euch gestellt hat. Ist wohl auch mit dick Butter beschmiert. Stellt sich neben euch und knuspert auf dem Zwieback herum. Was nur Horasia, zum Glück. Mittelreicher wären jetzt wesentlich schlimmer. Naja, das erklärt das Federvieh. Ja. Kuslik. Aber mir wollt ihr vielleicht auf die andere Seite euch an die Reling stellen und Hallo winken, wenn sie vorbeifahren? Ich will auf jeden Fall mich mal hinbegeben und gucken, nach, ob ich das den Namen erkennen kann, ob mir das Schiff bekannt vorkommt. Ich würde es aber mir gleich tun, weil ich ja längere Zeit im Horasreich am war. Ja, stimmt. Es ist die Jungfrau von Kuslik, wenn ihr weiter heranfahrt, und dreimastige Schivone. Das kann man auch für den Krieg benutzen, ist wohl auch tatsächlich dann für die blutige See gewappnet. Ist ein modernes Schiff, hochseetauglich, aber wird wohl vor allem zum Handeln benutzt. Und so könnt ihr dann an die Jungfrau von Kuslik heranfahren, beziehungsweise dran vorbei. Man grüßt wohl, ja, dann kann die Flaggensignale erkennen, dass man sich da wohl auch schon über viele Meilen hinweg noch miteinander unterhält. Aber es wird nicht angelandet, man wird sich nicht weiter auf Rufreichweite begeben, sondern einfach nur aneinander vorbeifahren. Wenn ihr wissen wollt, was da kommuniziert wird, könntet ihr natürlich wieder auf Seefahrt würfeln. Da hilft euch euer Segen nicht, aber ansonsten keine weitere Kommunikation. Ist ja nicht die direkte Durchführung. Das ist auch 11 Punkte. Gut. Ja, derweil die anderen. Also wie gesagt, Resurik Sturmtaucher steht immer noch neben euch. Ich mach's besser im Auge. Wir melden nicht viel Neues. Im Golf braut sich wohl gerade ein Sturm zusammen. Da sich mal westlich von Rudert hatten sie in der Zinnerakke unbekannter Flagge gesehen. Naja, irgendwas Interessantes? Etwas Interessantes schon. Du erkennst die Zeichen Jargan, was sich aus dem Kontext auf die Hafaxiji anschließen lässt, und dann Nordost-Ost. Zwei Stück. Interessant. Brauchen wir hier einen Hafaxscher Konvoi? Schiff auf jeden Fall. Ich werde mal hören, was der Captain vorhat. Und damit gehe ich dann irgendwie die Treppe hoch. Und positioniere mich so in der Nähe von Sanin und warte erstmal, bis er, was auch immer er tut, gerade fertig hat.